Und willkommen zurück zu Magic the Gathering. Wir machen direkt weiter in der Kampagne gegen Nissa Weavane mit dem schwarzen Deck. Grün-Schwarz gegen Schwarz. Das könnte lustig werden. Ich weiß nicht, was Grün-Schwarz so hat. Ich hoffe, wir verkacken es nicht. Ich kann aber nur hoffen, ich weiß es nämlich nicht. Ob es klappt oder nicht. Werden wir sehen. Was haben wir denn auf der Hand am Anfang? Komisch, kommt mir fast bekannt vor mit diesen beiden hier. Und die Karte, die bringt noch nicht so viel. Aber ich weiß nicht, soll ich damit anfangen? Ich könnte riskieren, neue Karten ziehen. Ne, ich fange an damit, komm. Sumpf raus und Gegner dran lassen. Ich hoffe, der fängt jetzt nicht direkt an, mich zu überrennen. Die gute Nissa. Ja, die Nissa, der Gegner so. Ne, sie macht noch nichts, aber sie hat einen Sumpf gespielt, okay. Also, die Ratten bitte einmal, damit wir schon mal eine Grundverteidigung haben. Und der Gegner sich schon mal von der Handkarte verabschieden darf. Und zwar welche? Wochenwald. Na gut. Aber schon mal ein Mana zerstört. Das kann der Gegner am Anfang natürlich ein bisschen nach hinten werfen, wenn der nicht so viele Länder hat. Sie spielt was? Und zwar den Visionär. Ach so, jetzt kann sie eine Karte ziehen. Na gut. Super, ist quasi das Gegenstück zur Ratte. Sie haben die gleichen Kosten, gleiche Stärke. Nur hier wird eine Karte zerstört und hier wird eine Karte gezogen. Sehr geil. Die Zersetzung will ich noch nicht spielen. Aber die heilige unheilige Stärke spielt an die Ratten. Dann kann ich damit schon mal angreifen. Einfach um zu gucken, ob ich was durchkriege. Ja, kriege ich. Soll sie mir meinetwegen einen Schadenspunkt reindrücken? Ich habe aber drei reingedrückt. Das ist sehr gut. Mit dem schwarzen Deck habe ich irgendwie nicht so viele Mana-Probleme. Kommt mir so vor, was ist das denn? Champion der Elfen. Oh. Okay, Waldtarnung ist mir egal. Zum Glück habe ich nicht mit dem grünen Deck gekämpft. Oh Gott, das wäre mein Tod gewesen jetzt. Aber okay, andere Elfen +1/+1. Autsch. Na, das wird lustig. Du bist ein Elf, ne? Ja, natürlich bist du ein Elf. Natürlich hat der Gegner Elfen. Was rede ich hier eigentlich? Wäre ja komisch, wenn der Gegner einem Elfendeck keine Elfen hätte. Greift nicht an, warum? Ach, hört mal auf mit den Sümpfen, kommt. Aber ich greife jetzt nicht an. Weil meine Ratten einfach mal kurz weggeballert werden. Und zwar von dem Visionär. Gebieterischer Perfekter. Was ist das denn schon wieder? Drei. Was? Noch eine. Nee, kommt. Nein. Andere Elfenkreaturen werden nochmal stärker. Was ist das denn? Ey, komm, nee. Nee, echt nicht. Leute. Das Deck wird. Das wird heftig zu besiegen. Ach du Scheiße. Sie gratuliere ich an. Warum nicht? Das wird echt hässlich zu besiegen. Oh Gott. Na gut, das wird so hässlich. Ich sehe es jetzt schon. Was haben wir zerstört? Vernarberin aus Lys'Alana. Was ist das denn? Schwarze Elf. Ich nehme gerade seine Hand ab. Okay. ja, die Karte kann ich. Danke. Nee. 3-3-3er, ey. Hilfe. Und das so früh schon. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Chance dagegen mit dem Deck hier. Noch ein Visionär. Ja, komm. Der vierte 3-3er. Oh, nein. Oh, ist das Deck gemein. Krieg die gerade wieder nicht an? Warum? Zacknarbenbogenschütze. Ja, klar, gleich der Anzahl der Elfen, die du kontrollierst. Und dann nochmal +2/+2 drauf. Och, nö. Oh. Was ist das denn? 7-7. Leute. Übertreibt es nicht. Ich geh kaputt. Alter. Aber okay, jetzt kann ich die Gedankensetzung schon mal spielen. Dann kann der Gegner schon mal 4 Lebenspunkte verlieren. Und die letzten beiden Handkarten. Ein Wald und der Elfenreiter. Ja, okay, wenn der gespielt hätte, boah, nee. Ey, warum greift der Gegner mich nicht an? Oh, jetzt, obwohl, wenn er mich jetzt angreift, bin ich tot. Zerstören, Artefakte und Verzauberung. Ach, ja, okay, machen wir gerade einen Schwächer, komm.
Das kümmert mich jetzt auch nicht. Was ist das? Bringe einen Elfenkreaturspielstein ins Spiel. Das kriegt dann pro Runde noch ein 3-3 dazu. Ja, super. Vielen Dank, vielen Dank. Block das und du blockst irgendwas. Ist scheißegal. Verrickst eh. Oh. Ist das ekelhaft. Dieses Deck. Oh Gott, was bist du jetzt? Oh, wow, das hilft mir so überhaupt nicht. Ich bin so tot. Ich bin tot im nächsten Zug. Nee. Echt nicht, tut mir leid. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was. Ah, nee. Mit Grün ist zu risikoreich. Wegen der Waldtarnung, die der Gegner durch den Champion bekommen kann. Ich weiß aber nicht, wie sonst. Verdammte Hacke. Das gibt's nicht. Das ist hart. Wir versuchen es mit dem weißen Deck mal, okay? Auch in diesem Part noch. Dann wird der Part halt eben zwei Kämpfe lang. Ist ja vollkommen egal, weil ich glaube, so lang war der Kampf jetzt auch nicht. Weil das war so geowned worden, ey. Oh. Oh, die Stimme von allem, die kommt gerade richtig. Nawohl. Zweifarbig. Aber mit der Hand fange ich an. So, und den Falken raus. So, Runde 2. Wir haben die glorreiche Hymne. Das ist schon mal ein bisschen besser. Wir schaffen das schon irgendwie. Auch wenn ich eben noch nicht sicher bin, wie. Aber irgendwie klappt das. So, im nächsten Mal die glorreiche Hymne. Dann kann ich schon noch ein bisschen mehr Schaden rauskloppen. Jetzt erstmal nur einen Schadenspunkt. Das wird ein Gemetzel. Aber wenn ich dieses Deck habe, ey, oh Gott, das wird so geil. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt irgendeine Karte und zwar Gaeas Herold. Kriegsausbrüche können nicht neutralisiert werden. Das ist egal, ich habe kein blaues Deck. Das ist mir vollkommen Wurst. Ich kann nicht neutralisieren. Das ist eine Anti-Blau-Karte. Das interessiert mich ein Scheiß. So, jetzt haben wir solche Karten. So. 4 Schadenspunkte rein. Weil mehr kann ich aktuell nicht machen. Die Stimme von allem kann mich auf jeden Fall vor x-beliebigen Kreaturen schützen. Also wenn ich irgendwas Gefährliches hat, damit angreifen will, habe ich die Stimme immer noch. Ja, komm, hau den Schadenspunkt rein. Da geht halt gerade ein bisschen mehr Pech als gerade eben. Oder? Elfenkrieger, 202-3, ouch. Okay. Okay, ich will mich nicht beschweren. Alles ist schön, alles Friede, Freude, Eierkuchen-Style und so. Stimme von allen bitte. So, du kannst dann den Elfenkrieger abhalten. Ja, du kriegst natürlich Schutz vor Grün, das ist ja wohl klar. Hast du jetzt auch, sehr gut. Angriff mit den beiden. Die Stimme muss beschützen erstmal. Mit ihrem Schutz vor Grün. Ja, spiel noch im Sumpf, okay. Greift aber nicht an. Richtig. Jagdführer von Lizalan, wenn du Elfenzauber spielst, kannst du einen Elfenkreaturstein ins Spiel bringen. Oh. Das Deck ist voll auf Überrennen aus. Heiliger. Das ist nicht mehr feierlich. Engel der Gnade. So, jetzt krieg ich nochmal 4 Schadenspunkte rein. Im nächsten Zug wären das dann 4, 7, 11. Das könnte reichen. Moment. 4, 7. Na, ich komme auf 10 somit. Dann greife ich nur mit den beiden an. Okay, also das gewinne ich dann wohl. Das ist jetzt noch schwer zu verlieren, glaube ich. Das wäre jetzt der Vorteil mit den fliegenden Kreaturen. Aber das Deck ist verdammt heftig. Was ist du denn noch, du Scheiße?
Mama, was sind das für Karten in dem Deck? Lege für jeden Elf, den du kontrollierst, eine 1x1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Und das pro Zug. Und die Marken sind dauerhaft. Aha. Hilfe. Und dann krieg ich dann auch Kreaturspielsteine immer wieder. Ahaha. Mama, ich habe Angst vor dem Deck. Was bin ich froh, dass ich das jetzt gewinne. So, Segen an... Die Stimme von allen... Nee, an den Falken. Das ist scheißegal, er kann eh nicht blocken. Oh, ist das ein böses Deck. Das mit den fliegenden Kreaturen ist natürlich wieder ein bisschen Cheaterei jetzt, aber... Obwohl, eigentlich nicht. Ich meine, wenn Deck was anbietet, aber... Oh. Alter, auf dem Boden ist das Elfendeck ja so überlegen. Heiliger Bimbam. Das ist richtig ekelhaft, das Elfendeck. Ja, da wir jetzt irgendwie Nissa besiegt haben, indem wir einfach vorbei angegriffen haben, haben wir jetzt ein neues Deck freigeschaltet. Aber erstmal gucken, was wir jetzt... Noch eine Engelsgefieder, okay. Und wir haben jetzt das Ohren der Elfendeck freigeschaltet. Ach, du Heiliger. Und im nächsten Part werden wir uns das ansehen. Und danach können wir gegen Ayani Goldmane antreten. Ein neuer Gegner mit einem dreifarbigen Deck. Weiß, Grün, Rot. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Kombination? Im nächsten Part auf jeden Fall erstmal das Elfendeck angucken. Oh Gott, ich glaube, ich werde so dabei kaputt gehen, ey. Was da? Ich will nicht wissen, was da noch alles drin ist. Gut, also bis zum nächsten Part bei Magic the Gathering. Deckvorstellung. Heiliger Bimbam. Bis dann.